Hallo, heute schaue ich mir Guttas Produktvielfalt an, denn es gibt eine Neuheit im Hause Gutta und darüber möchte ich natürlich alles wissen. Deswegen wird heute der Produktmanager, Herr Döring, mich hoffentlich erhellen. Hallo Tim, schön dich wiederzusehen. Hallo, Herr Döring. Hier liegen ja einige Platten von Gutta rum. Wellplatten und Stegplatten. Was ist denn da genau der Unterschied? Der Unterschied liegt eigentlich in der Form von der Ware, von den Produkten. Und zwar Stegplatten, wie du siehst, haben verschiedene Stege drin. Und bei den Profilplatten, Wellplatten, wie der Name sagt, Wellplatten, halt in dieser Wellenform. Ja. Hier haben wir jetzt die Sinusform. Das Ganze gibt es aber auch mit so einer Trapezform. Okay, um Wellplatten geht es aber heute nicht, nicht wahr? Richtig, genau. Heute geht es um die Stegplatten. Stegplatten, wofür werden die im Allgemeinen benutzt? Stegplatten kannst du für Bedachungen verwenden, von Terrassen, von Carports, kannst aber auch Sichtschutzelemente damit rausbauen, Windschutzelemente. Oder du hast ein kleines Häuschen, wo Holz drunter ist, das kannst du überdachen. Für solche Sachen sind die Hohlkammerplatten geeignet. Interessant, aber widmen wir uns doch mal der Innovation der Firma Gutta. Genau. Das ist also die Zebraplatte. Ich meine, man Genau. sieht es schon, aber warum Zebraplatte? Zebraplatte, einfach daher, wie du siehst, sind die Platten ja gestreift. Auf der einen Seite haben sie einen breiten Streifen und auf der anderen Seite einen schmalen Streifen, wie das Zebra eben, gestreift. Aber warum sollte ich mir gerade die Zebraplatte kaufen? Diesen Look dieser Zebraplatte, die gab es vorher noch gar nicht. Das heißt, wenn du dir diese Zebraplatte kaufst, hast du die modernste Platte überhaupt. Vorteil von den Streifen ist auch, du hast einen Beschattungseffekt mit dabei. Das heißt, die Sonnenstrahlen werden wieder stärker reflektiert. Des Weiteren kannst du ja die Platten nicht nur als Bedachung verwenden, sondern auch als Sichtschutzelemente. Durch die Streifen hast du keine direkten Durchsicht mehr. Ja? Das heißt, du hast bei den Platten einen modernen Look mit viel Innovation drin und auch Eigenschaften. Gibt es die Platten dann nur ganz Zebra-Style in Anthrazit und in Weiß? Exakt, wie das Zebra eben, gestreift in Weiß oder in Anthrazit. Das macht Sinn. Jetzt habe ich gesehen, die Firma Gutta bietet die Platten auch in Bausätzen an. Ist das richtig? Das ist richtig. Die Bausätze beinhalten nicht nur die Platten, sondern auch das komplette Verlegezubehör dazu. Diese Bausätze gibt es in 3 Meter, 4 Meter Breite und das Ganze auch für 3 und 4 Meter Tiefe. Ja? Zuzüglich kann der Kunde immer noch ein Erweiterungsset dazu bestellen. Die ganzen Sets beinhalten auch das Verlegezubehör, die Schrauben, Klebebänder, alles, was der Kunde dann zum Verlegen auch braucht. Ja. Was auf jeden Fall vorhanden sein muss beim Kunden, ist eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. Wenn es nicht vorhanden ist, da bieten wir auf unserer Webseite zebraplatte.de auch gleichzeitig noch eine Anleitung für eine Unterkonstruktion. Okay, also nicht nur eine neue Innovation, sondern auch ein rundum Sorglos-Paket. Absolut richtig. Das ist ja tatsächlich einfach. Aber was ist, wenn ich eher so der haptische Typ bin? Was habt ihr da? Ganz einfach. Der Kunde kann auf die Webseite zebraplatte.de gehen und kann sich dort gratis die Muster bestellen. Wir liefern die nach Hause und dann kann er sich ganz in Ruhe die Produkte anschauen. Und bevor du fragst, auf dieser Webseite findet er auch exklusive Händler, die die Ware, also sprich die Sets und auch die Platten verkaufen. Sehr gut, dann lässt die Platte keine Fragen mehr für mich offen. Und keine Wünsche. Ja, dann auf zebraplatte.de und begeistern lassen.